Snapchat in 100 Sekunden, die Basics. Snapchat ist ein soziales Netzwerk, bei dem sich alles um die Kamera in der App dreht. Man schickt Freunden Bilder oder Videos, die bis zu 10 Sekunden lang sichtbar sind und danach automatisch gelöscht werden. Snapchats Zielgruppe sind Teenager. Vor allem wird die App genutzt, um Alltägliches aus dem Moment heraus mit Freunden zu teilen. Im Discovery-Bereich hingegen können Influencer, Publisher und Marken ihren Content zeigen. Im Layout der App sind diese Bereiche klar voneinander getrennt. Bekannt ist Snapchat außerdem als Erfinder des Formats Stories, Bilder oder Videos mit bis zu 10 Sekunden Länge, die 24 Stunden für alle Freunde sichtbar sind. Wo Snapchat heute steht? Snapchat ist bekannt für seine Facefilter und Lenses. Das sind Masken und Filter, die über das Kamerabild gelegt werden. Diese werden nicht nur von der Snapchat-Community, sondern auch von Marken entwickelt und bereitgestellt. So werden Brands als interaktive Layer auf Fotos und Videos platziert. Mit dem neuesten Update tritt Snapchat in die E-Commerce-Domäne ein. Die Kamera scannt und erkennt Objekte oder Produkte und gibt einen Link zu Amazon, um sie zu kaufen. Das Neueste in der App sind die Snapchat Originals, aktuell 12 Serien, die exklusiv für Snapchat produziert werden, im Hochformat und mit Influencern. Drei Tipps für Einsteiger: Lade zusammen mit einem Freund oder einer Freundin Snapchat herunter und probiere es eine Woche lang aus. Entdecke außerdem im Discovery-Bereich Neues und beobachte, wie sich Marken positionieren und wie Werbung geschaltet wird. Und schau eine Folge einer Snapchat Original Serie an und achte darauf, wie mit dem Hochformat gespielt wird. Das war Snapchat in 100 Sekunden.